treffen, die man mag, die eben, das meine ich, wir sind die Skater des Wortes. Inspiration, wo kommt sie her? Ich weiß es nicht. Manchmal kommt sie aus den Balken, manchmal aus der Wolke, manchmal aus dem Tennisschuh, den man in der U-Bahn gesehen hat bei jemand anderem. Man weiß es nicht. Wenn man es wüsste, wäre es ja auch, wäre jeder Dichter. Das wäre, was für eine grausame Welt das wäre. Ich bin Poetry Slammer. Ich bin hier beim Poetry Slam in Mainz. Ich bin hier aufgetreten. Das macht man so als Slammer, weil Poetry Slams auftreten. Nein, so nicht, Bräutchen, sagt der Mann mit dem schiefen Profil im Spiegel. So nicht. Wer frustet, der frostet. Aber alles ist besser, als sich selbst zu hassen. Also hast du all die anderen. Und zwar alle. Also wenn ich vorher tierisch nervös bin, wird es auf der Bühne eigentlich immer sehr gut. Also für mich. Denn wenn man nicht aufgeregt ist, wird es meistens sehr lasch. Ja, es ist dann irgendwie so runtergeschludert. Und deswegen auch gerade, wenn man neue Sachen schreibt, sind die bei den ersten paar Malen immer noch so einen Tick frischer auf der Bühne, weil man da vorher auch so tierisch aufgeregt ist, weil man nicht weiß, wie das Publikum reagiert, was wird das, gut oder verstehen die überhaupt was. Und genau, also ich bin eigentlich ganz gerne aufgeregt, natürlich nicht in dem Moment, wenn ich da aufgeregt bin, würde ich es gerne nicht sein, aber so die Erfahrung zeigt, dass in dem Moment, in dem man auf die Bühne steigt, ist alles weg. Also ich laufe wie so ein Tiger im Käfig hin und her. Das ist ein Tick. Also das kann ich auch nicht abstellen. Es gibt dann so Veranstaltungen, wo der Veranstalter dann einem nahelegt, dass man doch in der ersten Reihe sitzen soll, bis man dann zum Auftritt kommt. Und dann kriege ich schon immer die Krise und versuche mich dann mit diversen Ausreden davor zu drücken, irgendwie im Zuschauerraum sitzen zu müssen. Also ich würde es mir ja gerne angucken, was vorher geschieht auf der Bühne. Aber ich halte es körperlich nicht aus. Alle Kritiker, Kritiker, hört euch an, die Analytiker, Lyriker. Ich bin ein Lyriker und ich schreibe meine Texte. Und hier kommt der Nächste. Wir sind nicht sehr mächtig, doch wir fühlen uns berechtigt. Die Stimme zu heben und den Widerstand zu beleben. Und die Visionen weiterzugeben. Movement, das Singen von dem Movement. Und wir schüren das Feuer im Herzen, bis es durchbrennt. In diesem und im nächsten Moment. Movement, oh yeah. Movement. I used to do Poetry Slam back in the day. But, especially in America. I find the experience here in Germany very refreshing. But in America, I don't like the political hometown feel of Poetry Slam. Slamming in the States is different than Germany because here you'll have people from all different cities coming to slam, and that I think that's really good for the growth of the art form and the conversation between the different communities. The poets are able to support each other more in a way that you just don't see in the United States. Since I've been here, I've been, you know, met at the train station. People have purchased meals for me. My train tickets have been paid for. That would never happen in the United States. They would say, all right, your show's at 7, don't be late, or you're fired. Which is weird because I don't work for those people. So yeah, it's much nicer here in a lot of respects. And I like those who are true to the art of poetry. But those who are just up there just for shock value, just to say things so they can get a crowd reaction. Or they write specifically for the crowd. I don't like that. Natürlich schreibt man, oder schreibe ich, erstmal für mich. Aber es ist schon so, dass man auch Bezug auf das Publikum nimmt. Das ist auch eine der Stärken des Poetry Slam, dass man völlig jenseits der Realität in seinem Elfenbeinturm sitzt und
irgendwas vor sich hin verklausuliert, sondern auch wirklichkeitsnah und realitätsbezogen schreibt. Die deutschen Klassiker hätten sich dort wohlgefühlt, die deutschen Romantiker wahrscheinlich, die da so ein bisschen danach kamen, glaube ich eher nicht. Also die hätten auf jeden Fall nicht gewonnen, also, weil die ja so zurückgezogen sind, aber so stumm und drang, yeah, raus, die Emotionen und Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob Goethe auch so ein Freak war. Also sein Alkoholpegel war auf jeden Fall hoch genug, jeden Tag Wein getrunken, war ein Spiegelalkoholiker. Hätte vielleicht ganz gut reingepasst, doch. Manche Pfauen haben Phrasen, in denen sie vor lauter Peinheit glatzen. Manche Pfauen haben Phrasen, in denen sie sich benehmen wie häufige Lündinnen. Sie halten sich den Männern an den Werf, als seien diese vom Ausdrohen gestört. Normalerweise. Formalerweise sind ja besonders freudsche Daulen. Besonders freudsche Daulen. Beim Thema Wenner sehr malerisch. Formalerweise. Aber einmal im Monat! Einmal im Monat! Wenn der eine sprung, dann brechen alle Dämme! Frau geworden wilde Spermen aus zum Schwärmerraub. Immer wieder. Wenn du nicht so recht bist, glaub ich, fühlen wir uns recht nicht. Die Stimme zu heben und in jeder Stadt zu beleben. Und die Visionen weiterzugeben. Movement. Ich habe auch nie die schönste Frau des Abends bekommen, nur weil ich das richtige Bier gekauft hatte. Es endete meistens über einem Rinnstein. Morgens und ich verfolgte den Spuckefaden und versuchte ihn zwischen die Gitter zu bekommen. In den letzten Jahren ist es so eine Snippet-Technik geworden. Also es sind so kurze Snippets, nenne ich das, so aus der Musik auch ein Begriff. Und dieses Erbrechen war wie eine unbewusste Nachricht an mich selbst. Man musste sie nur anders betonen, anders aussprechen. Ich wusste, es war Zeit zurückzuschlagen, und zwar auf all jene, die mich angekotzt haben. Hey, Matthias, kannst du dich noch erinnern, als du mir in der 5. Klasse die Freundin ausgespannt hast? Also ich habe so kurze Passagen, die an sich erstmal nicht zusammenpassen, die aber in sich irgendwie schlüssig sind. Und dann versuche ich da irgendwie so einen Rahmen drum zu bauen, je nachdem, also manchmal mit so Anfang, Ende, Brücken oder irgendwie so eher so ein Pfeilersystem im Text, wo dann Sachen wiederkommen und sich dann am Ende auflösen. Also genau, aber basierend auf diesen kleinen Abschnitten erstmal. Ha, Astrid, Astrid, wer hat jetzt Höhenangst? Ha, wer hat jetzt Höhenangst, Astrid? Ha? Manchmal so klein, manchmal so. Damals war es ein Elfmeter, Herr Wieland! Musik. Heutzutage ist ja der Vierteltakt, dominiert ja alles. Und der ist halt auch sehr strikt, hat so eine Snare und das ist halt so Korsett. Das kann gut sein, da kann man sich drauf eingrooven, wie man so schön sagt, und dann loslegen. Und, aber eigentlich finde ich es, wenn man so eher die klassischen Beispiele nimmt, ist das alles sehr viel freier. Da gibt es irgendwie ganz schnell an und es wird dann langsam und es wird leise und es wird laut und es geht nach vorne und dann zieht sich zurück und dann ist also eine riesen Dynamik einfach drin, ja. Und das fehlt mir so ein bisschen gerade so bei Popmusik, dass also diese, das ist alles immer so eine Linie.
Das war ein 3-Minuten-Paket, ist auch wunderbar, höre ich auch selber bis zum Erbrechen alles. Aber so, wenn ich dann auf der Bühne bin, habe ich gerne so ein bisschen die Kontrolle über die Geschwindigkeit, die Lautstärke. Und möchte halt trotzdem, dass irgendeine Rhythmik drin ist und so, aber halt nicht immer dieselbe. Das langweilt mich. Ich mache das, damit ich mich nicht mit dem Bassisten rumärgern muss. I think the Poetry Slam is a really good venue for challenging accepted norms and breaking through them. Der zweite Grund ist, dass ich das mache, damit ich mich nicht mit dem Schlagzeuger rumärgern muss. And also you get to make dirty jokes, so it's a natural. Und der dritte Grund ist, ich möchte mich wirklich nicht weder mit dem Rhythmusgitarristen noch mit dem Leadgitarristen rumstreiten müssen über die Kunst, die ich mache. As a way to break rules without getting arrested. Und das zu obsoletisieren, habe ich aufgehört mit diesem Ding, was man Rock'n'Roll nennt, was ja auch ganz toll ist, ganz gewiss. Dirty jokes, challenging the norms, wearing tight clothing, it's all in my field of interest. The way poetry readings were done in the past, it was considered sacrilegious to look up from your podium and express any emotion physically at all. Es geht auch nicht darum, Platten zu machen oder Bücher, was man ja gehalten ist zu tun, wenn man Poet ist. Dann soll man ja immer das, was man schreibt, dann in gedruckter Form weiterreichen, auf dass es andere Leute lesen. Most poetry readings consist of just one very dying person. Das ist doch Schwachsinn. Reading a text like this. Für mich ist das langweilig. Maybe looking up occasionally and sipping some water. Denn wenn die das lesen, erstens bin ich nicht dabei. That sucks. Zweitens habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, wie schnell das gelesen wird oder wie langsam. You think about what poetry is capable of. Und ich bin einfach nicht dabei. Poetry should be the sound of your soul exploding, you know? Was hat man davon, ein Buch zu schreiben, was dann 5000 Leute kaufen? Von diesen 5000 Leuten schreiben vielleicht 4 mir einen Brief, in dem sie schreiben, dass es scheiße ist oder so. Wenn ich einen Text schreibe, im Zug, auf dem Weg zum Slam und trage den am Abend vor, weil es sofort die 200 Leute das fanden. Poetry Slam was created as a way to replicate what a poem should actually be doing. Ich kann das nicht verstehen, dass alle schreiben und dann das in die Welt hinaus, in quasi Toten. Ich meine, ich schreibe ja auch keine Oper und veröffentliche dann nur die Noten, oder? Exploding the soul again on stage. Das hier ist das wahre Leben. And then also by putting the audience in the jury. Ein Mikrofon ist ein schönes, falsches, also das hier jetzt gerade nicht. So Slam was putting the discourse and the conversation and the community back into poetry. Aber normalerweise ist es ein falsches Symbol. Das finden alle gut, denn sonst wären wir nicht auf der Welt. Hm? And taking away from the what Mike Markowski in Berlin calls the water drinkers.